Wigschweißen auf dem Dach im Hochsommer. Ja, jeder versierte Wigschweißer, der aus dem Industrierohrungsbau kommt, kennt das natürlich. Da hat man manchmal so seine Probleme, abgesehen von der Sonne und den Temperaturen. Ich habe hier mal die neue Grashinse logischerweise im Einsatz, die Liederzahl hochgeschraubt aus Angstgründen. Ab und zu kommt doch mal eine Windböe vorbeigeschossen und der Lichtbogen wackelt. Kennen wir ja, andere Grashinsen bringen das nicht. Ich habe hier mal 30 Liter auf dem Manometer eingestellt. Was da tatsächlich ankommt, weiß ich jetzt nicht so aus dem FF, aber auf jeden Fall der laminare Strom steht. Die Wurzel an dieser Rohrleitung bei der 200er Leitung mal 6,3, ca. 3 mm bis 3,5 mm Schweißluft, Wurzel, Schweißdraht 2,4 mm, erste Zwischenlage, die ihr jetzt gerade seht, 2,4 mm Schweißdraht und ca. 145 Ampere auf der Düse. Sicherheit geht vor, die Wurzel soll erhalten bleiben, keine Verwerfung, das Ganze soll ja röntgensicher geschweißt sein und werden. Grundsätzlich Garantien sind natürlich auch gegeben, das ist ganz klar. Wer das vernünftig hinkriegt, kann ganz ruhig schlafen. Wichtige Links für das Thema Schweißen findet ihr unter dem Video. Herzlichen Dank für euer Interesse an diesem Video, für eure Abos hier auf dem Wigschweißer YouTube-Kanal. Teilt die Videos bei Interesse mit euren Freunden und Bekannten und hinterlasst ein Like, wenn es euch gefallen hat. Viel Spaß wünsche ich euch in der Zukunft. Interessante Links unter dem Video für euch, für eure Zukunft als Wigschweißer.